two? How did you get out of the Red Room? Okay. Wo ist meine neue Magnum? Warum treffe ich ihn nicht? Verdammt nochmal! Müssen wir gleich zwei Tasten zum Ausweichen immer drücken? Es ist unmöglich. Ich schaffe eine nicht. Oh Gott, ey. Ist dieser Schluss nicht echt super tragisch und so und echt krank und echt abgefuckt und ziemlich cool? Ich finde schon. Ich meine, das ist irgendwie jetzt nur noch. What? Aber gut. Jetzt ist er halt ein riesiger Gummiball geworden. Und vor allem, ist euch aufgefallen, es ist immer der Gärtner. Auch hier, es ist immer der Gärtner. Wir hätten es von Anfang an wissen müssen. Natürlich ist es der Gärtner. Ich glaube, seine Hose ist kugelsicher. Das war mir gar nicht klar. Na gut. Solche Hosen werden heutzutage gar nicht mehr gebaut. Ich hab's mir schon gedacht, ich konnte mich nämlich noch an irgendwas mit einem Frosch erinnern. Das ist jetzt das da. Rest in Peace Department von 2013. Okay, interessant. Also bei Google, ja. Okay, jetzt kommt natürlich erst der echte Bosskampf. Kein guter Bosskampf hat nur eine Runde. Wo kommen wir denn dahin?
die Ananas-Frisur ist irgendwie echt komisch. Oh Gott. Oh Gott, ey. Ich finde, die Ananas-Frisur nimmt auch so ein bisschen den Grusel weg, weil es sieht einfach so komisch aus. Ich hoffe, wir sterben nicht, wenn das ein One-Hit-Kill-Move ist. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, so lange. So oft meine ich vor allem. Oh, doppel ausweichen. Okay, es wird uns jetzt immer Y, X oder B A. Wenn das so bleibt, schaffen wir es. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten müssen. Ich hoffe nicht mehr lang. Aber das kriege ich hin. Auf Dauer. Das sind wir. I'll squash you like a frog. Der ist abgestürzt. You're an annoying little bug. Da müssen wir noch laufen. Kommt ihr noch mal? Haben wir ihn abgehängt? War gerade komisch irgendwie. Oh oh. Okay, Emily, I will avenge your death. Just a moment longer. I'll buy you a new dress to make up for all the pain I've caused you. The dress you wore when you came to my hotel room didn't seem to fit you right. Kacen, I've been meaning to tell you this. You're one crazy guy. You're one crazy guy. Das ist, was ihr unbedingt sagen wollt. Jenny muss sich auf die Puppe da schießen. Oh oh. Okay, das geht ja noch. What's this pain? Oh Gott, nachladen, Kacen. Bleib mal mit. Okay.
frage mich, ob ich ihn dann, wenn er so macht, irgendwo anders hinschießen muss. Das wäre so typisch Bosskampf eigentlich. Ne? Aber naja, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was er offenbaren würde. Das ist so super, dass ich immer nicht sehe, wo ich hinschieße. So. Nein, come on. Halt still. Jason, irgendwas tut er. Irgendwie treffe ich es nicht mehr. Ich muss, glaube ich, näher ran. Ich habe das Gefühl, ich kann ihm gar nichts tun, wenn er so macht. Kann das sein? Komisch irgendwie. Naja, Nachladezeit halt dann. Passt auf. Machen wir es so. Ach komm, ich hab gleich schon. Gleich in der ersten Szene vom Spiel, wenn man zum ersten Mal in seinem White Room ist, stehen da so kleine Puppen von ihm. Und jetzt weiß man auch warum. Weil wir ihn schon aus der Kindheit kennen, schon bevor wir ihn hier getroffen haben. Im Grunde. You're an annoying little bug. Weg. Aber warte mal, soll ich da hinlaufen jetzt? Hochklettern! Okay. Why not? What do you think you're doing? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ah, ich seh's. Ah, das Ziel ist so träge. Ich bin leider zu langsam, glaube ich. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Das wird nichts mehr. AXA! Oh. Das war knapp. Okay, beim nächsten Mal weiß ich's. In die Augen! Ja, diesmal leider nicht ausgerechnet. Ja, du hast recht, das hat was vom Marshmallow-Geist. Stimmt auch vom Marshmallow-Mann. Hat er so eine Puppe wieder in der Hand und heilt sich wieder? Hör sofort auf, dich zu heilen! Spinnst du? Wie viel willst du denn noch heilen? Ah ja, okay, nicht so viel. Aber trotzdem zu viel für meinen Geschmack. Noch dazu ist er jetzt unverwundbar, oder wie? Hey, what's this pain? Jetzt heilt er sich. Unverschämtheit. What? Ich hab gesehen, wie die Funken von seiner Puppe abprallen, Spiel. Das tu nicht so. Okay, und jetzt nehme ich das Maschinengewehr. Ich glaube, ich muss nur mit irgendeiner Kugel treffen jetzt dann. Es ist egal. Dann nehme ich lieber was, das schnell viel schießt, würde ich sagen. Genau, okay, dann versteckt dein Püppchen.
Ach ja, es ist schon echt cool, finde ich, am Schluss auch der Reveal. Weil ich meine, es ist abgedreht und abgespaced und übernatürlich, aber es macht jetzt alles Sinn. Das finde ich schon ziemlich gut. So viele Kleinigkeiten fallen einem Nachhinein auf. Auch wie wir die verwundete oder vergiftete Emily Casey quasi mitgeben im Endeffekt. Und er sagt noch so, nee, nee, mach das lieber nicht. Ich übernehme keine Verantwortung für das, was von jetzt an mit ihr passiert und so. Und wir bestehen drauf. Er warnt uns noch, dass wir das nicht machen sollten. Was allerdings sein Hund damit zu tun hat, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ist das einfach ein normaler Hund? Ist das ein ganz normaler, netter Hund? Oder ist er in Wirklichkeit der echte Strippenzieher? Wer weiß. So. Wir waren auf seiner Schulter. Wir waren sein Gewissen. In die Augen! Die Pimpelgun, wenn wir hätten, wäre es gleich vorbei gewesen. It's because you don't understand humans. In die Augen funktioniert einfach immer. In die Augen ist die Lösung für alles. Deshalb Dragon hat schon vorhergesehen. Cool guys, don't look at explosions. Emily, York tries not to show it, but he's pretty shy. Don't wait for him to propose. Just ask him to marry you. Ich bin schon allein deswegen wirklich auf den zweiten Teil gespannt, weil ich mich frage, ob der auch übernatürliche Elemente überhaupt hat. Weil, hat der erste übernatürliche Elemente überhaupt? Oder ist das alles nur Wahnsinn? Gibt's im Vorgänger dann schon, im Prequel schon die roten Samen? Oder? Mal schauen, there are some things in this world that must be extracted. No matter. York, I'm sorry, I... Why can you cause me pain? War der ganze Bosskampf echt? Ich meine, es war schon ziemlich bizarr. Wir sind eine Treppe nach unten gelaufen, waren dann oben auf dem Turm. Irgendwas stimmte nicht. I'm sure he'll make you very happy.
Ich finde auch die Musik. Ich meine, wie die Musik eingesetzt wird und dass sie oft so abgehackt ist, ist einfach nicht sehr schön gemacht teilweise. Aber grundsätzlich der Soundtrack in dem Spiel finde ich irgendwie super. Eben gerade dieses zurückblenden Gitarrenlied, das wird euch nie wieder aus dem Kopf gehen. Genauso wie mir. Genauso wie dieses Maybe. Pfeifen. Zack, that story I told you the other day. Did you believe any of it? The fact of the matter is that I couldn't save Emily. So it really doesn't matter whether I believed you or not. I'm very sorry about her. There's something mysterious about that picture. There's a calming beauty to it, and yet it exudes sadness. Harry, I have a few questions for you. About what, Zack? Your last name isn't really Stewart, is it? Yeah, that is correct. It's really Woodman. Harry Woodman. George was my son. You were there in the White Room when I was there. Why? The same reason as your father. Long, long ago, I too was unable to shoot my wife. What's worse is that I was also unable to kill myself. Which is why I lost both. The woman I loved, and my son. My wife suffered from a mental illness, but I still loved her. I wanted to save George too, if I could. Everything was my fault. If only I had the courage to make the right decision, Emily and the other girls would not have died. But you have put an end to all of that. I wonder if they are happy. Zack, no need to worry about that. York will guide Emily and the other girls into the forest. Ich finde das sehr schön, dass Thomas von dem Spiel einfach immer zu den anderen Mädchen gezählt wird, ohne dass das irgendwie hinterfragt oder angesprochen wird. Finde ich gut. Hm? Hey Michael, mind stopping the car for a moment? Very well, Mr. Francis Zack Morgan. I heard you're leaving. Uh-huh. That's right. It's a shame about Emily, and the other girls, too. How are Isaac and Isaiah? Oh, they're fine. They still don't think the girls are dead. Give it to him yourself. He's right next to you. Oh, okay. I understand. We'll do it for you. Emily kind of told us to give this to you. Emily said it's a present for Zack. Thank you. Where did you get this? Emily asked us to give it to you. See? She's over there. There's another Zack there, too. You're twins, just like us. Emily couldn't give it to you herself. She said she's too embarrassed. So, she asked us to hand it to you.
Emily really likes you, Zach. She really likes you. No, she doesn't. Not me. She really likes that guy, York. The guy you see standing next to her. Anyways, you two. Be nice to the girls, okay? And they'll be nice to you. We don't like girls. Girls are boring. Gotta love them. Just full of energy. Emily, York, sounds like you're both doing fine. I feel better about you two now. And hey, York, I figured out why George carried on his body all the way into the woods. It was for them. He wanted Isaac and Isaiah to find her. Mr. Francis Zach Morgan, if you are finished, if you are, please, let us return to the car. No need for that. You can go home. I want to take a look around more. Very well, then. I'm sure Mr. Stewart will approve of that. Ah, thank you, Michael. Heutzutage, ich klinge schon wie ein alter Mann, heutzutage sind, weil es PR-technisch Sinn macht, die meisten Spiele super krass gefrontloaded. Das heißt, dass die erste Stunde, vielleicht auch die ersten Stunden super krass gepolished sind, super abwechslungsreich sind und alles, was an qualitativen Content im Spiel ist, passiert am Anfang. Und hinten raus sind die dann meistens eher ziemlich gerusht und dann plötzlich zu Ende und hören teilweise mittendrin auf, weil man auch noch einen Nachfolger teasen will und so. Und das Spiel ist genau das Gegenteil. Das ist gereloaded, sagt man das so dann. Auf jeden Fall ist da hinten der Schluss, die letzten 3 Stunden, ist so vollgepackt irgendwie mit Stuff. Mit Dialogen, mit Cutscenes, mit Bosskämpfen, mit allem. Und am Anfang lässt sich das Spiel sehr viel Zeit, bis es überhaupt mal losgeht. Und ich mag das so viel lieber. Wie gesagt, aus PR-Sicht macht Sinn, dass man den Anfang vollpackt mit Quality-Content, weil so statistisch gesehen die über die Hälfte der Spieler nie über die ersten paar Stunden hinauskommt. Selten wird ein Spiel heutzutage noch durchgespielt. Deswegen würden die meisten so ein High-Quality-Ende gar nicht sehen. Aber dafür ist es doch so ein gutes, so ein großes, so ein pompöses, cooles Ende, das, was einem letztendlich dann am Schluss quasi zurücklässt, um sich eine Meinung über das Spiel zu bilden und zu reflektieren. Und deswegen finde ich so ein Ende viel wichtiger als ein Anfang. Der ursprüngliche Raincoat-Killer müsste ja Mr. Stewart sein, da er der Einzige ist, der den ursprünglichen Vorfall überlebt hat. Wenn ja eigentlich nur der Raincoat-Killer sein müsste. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Meinst du, das war eine Lüge, dass sein Vater der Raincoat-Killer war? Aber das geht doch vom Alter her, glaube ich, nicht wirklich hin, oder? Da müsste er sehr jung gewesen sein. Aber wer weiß. Da könnte man drüber nachdenken. Naja gut, jetzt haben wir das Spiel quasi durchgespielt. Wir können jetzt jederzeit da hinten zum Ausgang. Und dann ist es wirklich zu Ende. Dann ist es wirklich vorbei.
Allerdings gibt es zum Glück noch einige Nebenmissionen, die wir auch jetzt noch machen können. Leider. Das ist halt echt schade. Das habe ich zu spät überrissen überhaupt. Kann man alles, was natürlich jetzt mit eben Kaysen zu tun hat, mit Emily zu tun hat, mit den ganzen Polizisten zu tun hat, jetzt natürlich nicht mehr machen, weil die gibt es nicht mehr. Aber es gibt noch viele Missionen, die wir auch jetzt noch erledigen können. Ich finde das gerade ein bisschen... Ich bin gerade verwirrt. Wartet mal. Genau. Mission noch nicht verfügbar steht da. Müssen wir erst noch was machen, bevor wir... Warte mal. Das muss man nochmal... Ich bin jetzt echt verwirrt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch theoretisch Missionen machen könnten. Wenn alles gesagt und getan ist, können Sie sich im Hotel ausruhen. Das ist Kapitel 26. Genau. Und hier sind Missionen mit Kapitel 26. Genau. Und ich glaube, davon machen wir auch noch ein paar. Aber für heute machen wir, glaube ich, Schluss. Das ist jetzt ein schönes Ende, finde ich. Ein gutes Ende für den Stream heute. Und beim nächsten Mal mal schauen. Ich glaube, ich will mich noch nicht von dem Spiel lösen so schnell. Ich glaube, wir machen jetzt wirklich noch ein bisschen Nebenmission, bleiben noch ein bisschen in der Stadt und lassen das beim nächsten Mal, nächsten Dienstag, dann noch ausklingen gemütlich. Und dann am Schluss, nächste Woche, begeben wir uns zum Hotel und beenden das Spiel dann endgültig. Quasi mit Post-Credit-Scene und allem. Beziehungsweise mit Credits, die hatten wir auch noch nicht. Genau, so machen wir es. Das ist, glaube ich, cool. Na gut. Tja, da war Zack in Wirklichkeit die ganze Zeit über quasi die echte Identität, die seit dem Kindesalter sich quasi verzogen hat ins Unterbewusste. Und York hat übernommen. Quasi, hat die Kontrolle übernommen. Das ist schon auch cool, oder? Dieser Twist, den finde ich schon auch echt cool. Und jetzt sind wir wieder wir. Irgendwie. Quasi. Naja. Na dann. Gute Nacht, Leute. Hab mich gefreut. Genau, nächsten Dienstag lassen wir das Spiel dann noch gemütlich ausklingen mit ein paar Nebenmissionen. Ein paar skurrile Quests und Charaktere werden wir dann noch näher kennenlernen. Da gibt's ein paar witzige Sachen. Und dann werden wir es wahrscheinlich auch wirklich, wirklich zu Ende bringen. Ich freue mich drauf und schön, dass ihr mit dabei wart. Und einen Monat müssen wir jetzt noch ungefähr warten. Dann kommt der Nachfolger. Auf den freue ich mich auch schon. So, macht's gut. Gute Nacht. Ciao.